Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute soll es gehen um das Thema 100.000 Euro. Ich habe 100.000 Euro zusammengespart. Meilenstein. Was für ein Meilenstein? 100.000 Euro. Und ich bin über das Video inspiriert worden durch der Kanal Homo Economicus. Ja. Finde ich super, Top-Kanal, sehr sympathischer junger Mensch. Ist, glaube ich, 27 Jahre alt. Tolle Leistung, geile Leistung. Ja. 100.000 Euro hat er geschafft. Ja. Und ich möchte aber jetzt mal ganz kurz dieses Video auf gar keinen Fall negativ. Ich möchte es nur auf Tatsachen, auf den Boden runterholen. Ja. Den Meilenstein 100.000 Euro und ja, in Relation setzen zum... Ja, zu dem, was letztendlich vielleicht vor 20 oder 25 Jahren noch 100.000 Euro wert waren und was das für uns bedeutet als ja, Geldverdiener und Investoren, Geldinvestierer auf der Mission hin zum Millionär. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo, grüß dich. Ja, Meilenstein 100.000 Euro. Hierzu mal eine kurze Geschichte. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Goldkette, ein Stückchen Gold gekauft habe, das war damals am Lugano See, das war gegenüber einem Kollegen meines Vaters damals, das war 1991, 1992, also ich war fast noch ein Kind sozusagen, ja, und also ein Teenager und dort, ja, in der Region Lugano, also dieser Lugano-See dort, ja, die Südschweiz, wo jetzt auch seit Chiripur hingezogen ist, da gab es schon immer ganz viele Goldschmiede und so weiter, das war auch also schon immer traditionsgemäß, schon seit über Jahrhunderte hinweg, ja, so eine, ja, wie soll ich sagen, ja, das Domizil der Goldschmiede, wo halt viele gute Goldschmiede eben waren, auch gute Goldpreise und also gute Qualität, guter Preis, ne? Und damals haben wir halt einfach auch ein paar Goldkettchen gekauft und so weiter und natürlich zu völlig anderen Preisen wie heute das der Fall sein würde. Ja, weil denn damals war nämlich eine Unze Gold 200 Euro. Ja, oder 200, ja, ungefähr 200 Euro. Ja, und heute haben wir eine Unze Gold und ich habe immer eine dabei, ja, so zu Showzwecken hier für manche Videos und so weiter. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dass du dir einfach Schließfächer mietest in der Schweiz oder in, wie heißt es, dieses kleine Land, ich vergesse mal den Namen. Egal, schreib es mir in die Kommentare. Das kleine Land zwischen der Schweiz und Deutschland, wie heißt denn das nochmal? Egal. Zum Beispiel bei Auragentum, ja, über Auragentum könnt ihr dort also Schließfächer mieten, super günstig und alles, ne? Also auf jeden Fall. Also so eine Goldmünze hier, ja, das ist jetzt zum Beispiel eine 100 Pfund in Gold. Die hat, wie gesagt, damals zu der Zeit 1992 sowas, waren das 200 Euro konntest du kaufen. Das war für mich damals eine Menge Geld, das heißt 200 Mark war das, ja. Ne? Da gab, also sagen wir mal Dollar, sagen wir mal 200 Dollar, ja, weil ansonsten wird es echt zu kunterbunt. Letztendlich, oder ja, also mehr oder weniger war das so, dass die 100 Pfund, die hier draufstehen, ja, letztendlich fast für 100 Pfund konntest du auch eine 100 Pfund, also 1 zu 1, ne, oder 1 zu 2, ja. Und jetzt musst du 1400 Pfund hinlegen oder 1200 Pfund, also Faktor 5, um eine 100 Pfund Münze dir zu kaufen, ja. Und jetzt musst du... Das ist jetzt nochmal ein Beispiel, weil Gold ist sozusagen ein sehr guter Indikator, langfristiger Indikator zu dem, was das Fiat-Geld, also unser Papiergeld und das, was halt abgebildet ist in den Computern, wert ist. Ja? Also wir alle kennen das Sprichwort, ja, also für eine
Ich zeige es nochmal für eine Unze Gold. Also für so ein Klümpchen Gold konntest du schon zu Römers Zeiten vor über 2000 Jahren eine stattliche Toga kaufen. Also das, was nur die gehobene Kaste trug. Ja, also wie heute ein Armani-Anzug. Ne? Also für 1400 Euro kriegst du einen Armani-Anzug. Ja? Kannst du mal ausprobieren, ob du, wenn du zu Armani reingehst, ja, oder Gucci oder so, und dann den Goldklumpen hier ablieferst, ob die da dann auch wirklich einen Anzug dann verkaufen. Ich glaube eher, dass sie eher Bitcoin nehmen, als wie so ein Klumpen, ja. Okay, will nicht zu sehr abschweifen. Auf jeden Fall, die Message ist klar, ne. Was heute 100.000 Euro sind, wenn wir diesen Faktor 5 mal jetzt zum Beispiel mal als Richtwert nehmen würden, es gibt noch andere Faktoren, ja, ist ungefähr so wie 1992, als ich damals sozusagen noch in der Schule war oder Abi, glaube ich, nachgemacht habe oder irgendwie sowas, ja. Ist so wie 1992 eine halbe Million, also ungefähr eine halbe Million Mark, ja, ist ungefähr die Kaufkraft zu dem, was du heute bräuchtest. Also andersrum, 100.000 Mark damals ist ungefähr, wenn du die gleiche Kaufkraft haben würdest oder wollen würdest, ja, in Bezug auf den Goldpreis, ja, wenn du die gleiche Goldmenge kaufen wollen würdest, bräuchtest du heute eine halbe Million, ja. Also sozusagen Meilenstein 100.000 Euro, und ich kann dir eins versprechen, wenn du die geknackt hast, ja, die 100.000 Euro, die ersten 100.000 Euro auf dem Weg zur Million, ja, oder mehr, dann in dem Moment wird dir erst bewusst, wie wenig Geld das eigentlich ist, ja, besonders wenn du Aktien machst, also Aktien anlegst und so weiter, ne? Dann suchst du dir 4, 5 gute Aktien aus und hast das Geld investiert, ja, überhaupt kein Problem, ja, ja, das wollte ich einfach nur, dass wenn du so mal jetzt die 100.000 Euro knackst, dass du auf gar keinen Fall übermütig wirst, ja. Ich weiß, Homo economicus wird auf der ist schon topfit im Kopf, der ist schlauer wie ich, ja. Besonders in dem Alter, ne? Also der ist jetzt gerade, der ist ja über, ich glaube, 10 Jahre jünger wie ich oder so, ne? Und das ist einfach nur mein Ratschlag, weil ich habe in meinem Leben sehr viele Leute kennengelernt. Sobald die ein bisschen Geld in der Tasche hatten, Cash in der Tasche, ne, sind die sofort wieder verrückt geworden, ja. Und leider hab ich auch immer wieder zu diesen Leuten gehört, ne, die einfach sofort wieder in the club, ja, und nicht nur tanzen, ja, weil tanzen ist ja gratis, sondern halt, also es gab immer die unterschiedlichen Kategorien, ja, also das waren die Spieler, die Trinker, die halt viel gesoffen haben, die viel, sagen wir mal, viel für Frauen ausgegeben haben, in welcher Art und Weise auch immer, also viel spendabel waren, sagen wir es mal so. Und dann gab es natürlich diejenigen, die alles gemacht haben, und die haben meistens auch viel rein verdient, ja, aber auch das meiste wieder ausgegeben. Also 100.000 Euro ist ein cooler Meilenstein, top, finde ich super, aber es ist letztendlich nur eine Zahl mit dann einer Ziffer mehr, und ich kann dir garantieren, wenn du sozusagen noch darunter liegst, wenn du diese Ziffer geknackt hast, dann merkst du, dass wie wenig Geld das jetzt ist. Besonders jetzt, vor 25 Jahren oder 20 Jahren, ja, als ich noch mein Abitur gemacht habe oder so, ja, da war das eine ganz andere Hausnummer. Ja, da konntest du für 100.000 noch wirklich eine gute Wohnung kaufen. Ja, also heute kriegst du für 100.000 nichts mehr, ja, hier in München. Und letztens hatte ich erst wieder ein Gespräch mit meinem Notar oder mit einem Notar, ja, hier in München, und der meinte, der hat mir auch irgendwie, der ist auch aus allen Wolken gefallen, ja, also der hat auch gesagt, es ist ja der Hammer, was hier gerade abgeht, ja, also direkt vom Notar, ne, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als wie da so, ja, Immobilien und so weiter, ne. Und er hat auch gesagt, hey, hier im Speckgürtel von München in Dachau, ja, also da musst du heute Geld hinlegen, eine Million Euro hinlegen für eine popelige, ja, für eine stinkscheiß normale Vier-Zimmer-Wohnung, wenn du zwei Kinder hast. Zum Beispiel willst du halt für jedes Kind ein Kinderzimmer, ja. Da hast du noch vor 10 Jahren, hat er gemeint, der Notar, ja, vor 10 Jahren hast du hier in Dachau noch eine ganze Villa dafür bekommen, ja. Hat er mir groß und breit erklärt, und ich meine, der muss es ja wissen, der macht seit Jahrzehnten nichts anderes den ganzen Tag, ja, jeden Tag.
Und das ist natürlich schon, wo ich dann auch wieder sehe, also Immobilie ist vielleicht, sollte man auch sehr vorsichtig sein, glaube ich, ne? Auf jeden Fall rennen dann da die Preise hin, also sowieso davon, ja? Ob man jetzt halt meint, man müsste Immobilien machen oder nicht, die Preise galoppieren. Ja? Also davon, da glaube ich, da besteht kein Zweifel. Ja? Und von daher, also bleib dran, wenn du die ersten 100.000 geknackt hast, nimm es als Motivationsschub, jetzt noch schneller Gas zu geben, also noch mehr Gas zu geben, ja, noch sparsamer zu sein. Fang jetzt bloß nicht an damit, ja, irgendwie dir irgendwelche Anschaffungen zu machen. Also beim Homo economicus bin ich überhaupt nicht, habe ich keine Befürchtungen, aber ich denke, dass es vielleicht viele andere gibt, die vielleicht das nachmachen, was Homo economicus macht, dann auch langsam auf die 100.000 kommen und sich dann denken, boah, geil, und dann einfach anfangen wollen zu feiern. Und ich weiß, besonders wenn man jung ist, will man das Leben auskosten, es schwierig ist, ja. Es ist wirklich schwierig. Aber wenn du halt einfach sozusagen bis 40 ungefähr deine Rente haben willst oder mit 45 oder irgendwie sowas, ne? Und bei dem Video von Homo economicus, ja, hat er auch ausgerechnet, dass wenn er so weitermacht, dass er mit 65 dann sozusagen seine Millionen hat. Das ist eine sehr, sehr nüchterne Rechnung, denn es funktioniert nicht linear. Ja? Denn so ein Typ wie Homo economicus, der wird sich ja weiterentwickeln. Ja? Da wird er nicht nur immer das verdienen, was er jetzt verdient hat. Ne? Das heißt, der wird wahrscheinlich, also das ist meine persönliche Einschätzung, der ist jetzt 27, der wird ungefähr in meinem Alter, sagen wir mal so, wenn er 35 ist, zwischen 35, ja, sowas 36, wird er wahrscheinlich seine Million haben. Ne? Also da braucht er nicht, bis er 65 ist. Ne? Also, weil das geht nicht linear so weiter, das wird exponentiell. Ja? Die Vermutung hat er ja selber auch schon, hat er schon in seinem Video gesagt. Ich verlinke euch das, sein Video und auch nochmal. Also, na gut, also, das Video sollte darum gehen, ja, Meilenstein 100.000 Euro und dann nicht verrückt werden, sondern weitermachen. Es ist so viel Geld, es ist mittlerweile aktuell leider nicht. Schau dir nur mal um, wie viel Gold, ja, schau dir einfach nur mal um, wie viel Gold du für 100.000 bekommst, wie viel Wohnung, ja. Diese kleine Wohnung hier, also es ist ein Haus, ja, wenn man mal angenommen, du hast hier sozusagen eine Wohnung, die, sagen wir mal, zwei Zimmer oder drei Zimmer hast, ne, 100.000 Euro, egal wie du es drehst und wendest. Ja. Bleib nüchtern, bleib auf dem Teppich und das, was 100.000 Euro heute sind, das, was 100.000 Euro vor 20 Jahren waren, ja, sind heute eine halbe Million. Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht sogar noch mehr. Ja, ist leider so. Ja, also das ist, wir sind schön ausgesaugt worden. Ja, der ganze Mittelstand, die ganze Angestelltenschaft, ja, mit ihren Löhnen und Gehältern und auch die ganzen Akademiker, ganz besonders, weil da gibt es ja am meisten zu holen, ja. All diese Akademiker, die ich noch damals sozusagen, wo ich noch damals gesagt habe, ja, ich muss jetzt auch studieren, weil die haben ein geiles Leben gehabt vor 20 Jahren. Ja? Akademiker hatten ihre zwei Autos, zwei Urlaube, ja, haben zwar auch geschuftet, aber hey, wenn du das studiert hast, warst Ingenieur, ja, ein cooles Leben gehabt. Ne? Konntest du deine zwei, drei Kinder machen, wenn du wolltest, ja, kannst du heute knicken. Ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, ja, schau wieder mal rein und dann viel Erfolg, ja, für deine ersten 100.000 Euro, wenn du da noch nicht bist und wenn du natürlich da schon drüber bist, dann für deine erste Million, dann das ist natürlich dann der nächste Meilenstein, ja, und nach der ersten Million ist ja logisch, was kommt dann? Dann kommen natürlich 10 Millionen, ne? Wir setzen immer schön fleißig eine Null hinten dran, ja, und ja, nicht übermütig werden, ja, okay, also bis dann, tschüss, dein